Noch weniger Sprit als der neue XF Diesel verbraucht allenfalls dieses Fortbewegungsmittel. Während der Drachenflieger mit etwas Wind und Thermik völlig emissionsfrei an die 100 Kilometer weit kommt, schafft der neue Jaguar sagenhafte 1300 Kilometer mit einer Tankfüllung. Jedenfalls haben zwei britische Journalisten das Kunststück fertiggebracht, mit dem neuen Jaguar XF 2.2 Diesel von Birmingham nach München mit einer Tankfüllung zu fahren. 1300 Kilometer, 64 Liter Diesel, macht knapp 5 Liter auf 100 Kilometer. Bei einer Motorleistung von 190 PS und einem Drehmoment von 450 Newtonmetern schon ein kleines Kunststück. Bleibt nur die Frage: Ein Vierzylinder-Diesel im Jaguar, ist das noch einer britischen Auto-Ikone angemessen? Ja, das ist er sicherlich. Die Welt verändert sich derzeit sehr schnell. Und wir sehen da einen Trend auf dem Markt. 50% werden von Sechszylinder-Dieseln dominiert, 50% sind Vierzylinder-Diesel. Der Trend geht jetzt zu den Vierzylinder-Dieseln. Er hat eine großartige Leistung. Großartiges Handling, großartige Fahreigenschaften. Er ist bequem, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und er hat all den Luxus, den man erwarten kann. Klar, der Diesel ist etwas rauer als die seidenweichen 6- oder 8-Zylinder-Benziner. Klar, 190 PS in einem Jaguar klingt nicht so überzeugend, aber die Befehle vom Gaspedal setzt er in gewohnzügiger Jaguar-Manier zwar sofort in Vortrieb um, aber halt mit weniger Druck als sonst gewohnt. Letztendlich fehlt schon der Kick im Kreuz beim Gasgeben. Die Beschleunigung ist angenehm, kräftig, kontinuierlich und weder Turboloch noch sonstige Verzögerungen sind spürbar. Knapp 9 Sekunden auf 100 sind in Ordnung. Hier sorgt die perfekt abgestufte ZF-8-Gang-Automatik für butterweiche Übergänge. 225 km/h Höchstgeschwindigkeit sind so auf der Autobahn immer noch drin. Nur 5 Liter Spritverbrauch schaffen wir nicht. Mit 7 Litern Diesel bei normalem bis sportlichem Fahrstil kommen wir aus. Zweiter Sparfaktor ist eine neue Start-Stopp-Automatik. An der roten Ampel schaltet der Motor ab. Bei Grün springt er bemerkenswert schnell wieder an. Mit der Einführung des kleinen Vierzylinders hat Jaguar die Optik des XF gleich mit überarbeitet. Front, Motorhaube, Scheinwerfer, ein J als Lichtband und verchromte Luftaustritte sind die neuen Merkmale des aktuellen XF. Wem Leistung wichtiger als Sparen ist, der kann zum XFR greifen. Er wird dem Image Raubkatze mehr als gerecht. Butterweicher 8-Zylinder, 510 PS Leistung, bullig, kräftige 625 Newtonmeter Drehmoment und 250 km/h Spitze. Der XFR ist schon eine recht perfekte Mischung aus Luxuslimousine mit Sportwagenfahrspaß. Zweifach Doppelendrohre, riesige Lufteinlässe, eine insgesamt etwas tiefer gezogene Front sorgen hier für den optischen Unterschied. Sicherlich kein Volumenmodell, der XFR ist eher was für PS-Fans mit entsprechendem Geldbeutel. Für den XFR sind mindestens 92.700 Euro fällig. Tja, und wer mit dem XF 2.2 Diesel vorfährt, ist ab 45.000 Euro dabei und beweist jedenfalls eine anständige Portion Individualität. Der XF 2.2 Diesel ist in jedem Fall eine Alternative zu den bekannten Verdächtigen im oberen Mittelklasse-Limousinensegment. Und für die Individualsportler mit großen Sportgeräten? Der XF als Kombi ist zwar noch streng geheim, soll jedoch schon recht weit gediehen sein. Tja, also wir sind gespannt.